Ja. Ja. Dann stellt euch vor. Wie? Die suchen's dann. Mal schauen. Ja, natürlich. Zwei oder eine? Eine. Die kaufe ich danach aber. Das sieht im Video immer komisch aus, wenn ich meinen Mund so bewege. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf MuckTV. Heute fragen wir die Leute oder die Damen, was ist euer Traumtyp oder Fantasietyp? Viel Spaß! Ist das okay, dass Sie dabei sind? Ja, klar. Dann stellen Sie sich vor, bitte. Also, ich bin Claudia F***, komme aus Konstanz und bin hier mal einen Tag. Wie jung sind Sie? Ich bin 54. Nationalität? Deutsch. Ist das okay, dass Sie dabei seid? Ja. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Dann stellt es euch vor. Sabrina, ich komme aus München, ich bin 19 und Nationalität ist Deutsch. Ich bin Laura, komme auch aus München, bin 19 Jahre alt und meine Nationalität ist auch Deutsch. Ist das okay, dass du dabei bist? Ja, natürlich. Dann stell dich vor. Ich heiße Murana, ich bin 17, ja. Aus München? Ja, natürlich. Nationalität? Kroatin. Okay, wie muss dein Fantasie- oder Traumtyp aussehen? Er muss Albaner sein. Muss Albaner sein? Ja, größer als ich. Ja. Muss er gut gebaut sein? Nee, geht schon. Er sollte jetzt kein Lauch sein, aber ja. Oder muss er Sport können, Sport machen, irgendeinen Beruf auf Beinen stehen? Nee, er muss Baustelle arbeiten. Baustelle? Weil er Albaner ist, oder? Nein, allgemein. Wie findest du Baustelle? Sieht schick aus, wenn da jemand arbeitet. Ja, das schaut cool aus. Dass sie schmutzig werden und schwer tragen. Ja, schon cool. Okay. Ja, also Größe ist völlig egal. Mhm. Aber eigentlich stehe ich auf dunkelhaarige, braunhäutige und dann ruhig schmal. Also eher ins Lauch. Und Augenfarben, muskulös? Muskeln, also eher ins Drahtig wie Muskeln. Okay. Augenfarben egal? Ja. Und muss irgendwas können, sportlich sein, sie tragen können? Ja, das müsst ihr hinkriegen, gerade noch so für Notfälle. Also dunkle Haare, sportlich und ich mag blaue Augen, also mag ich ganz gern. Aber ja, doch, so mein... Größe? Hauptsache größer als ich, so 1,80 aufwärts. Mhm. Ja, das finde ich ganz gut. Und von welchen Typ oder Nationalität, ist das auch wichtig oder? Nö, also wenn es passt, also wenn es optisch und charakterlich natürlich passt, dann ist mir das eigentlich egal. Also es muss halt einfach passen, finde ich. Eine bestimmte Sportart, wenn er sportlich aussieht oder eine Berufstätigkeit, irgendwas? Also beruflich ist mir das, also solange er irgendwas macht, ist es okay. Sport, also ich mache halt selber viel Sport, wäre cool, wenn man da irgendwie eine Zusammenkeit, ja nee, das ist falsch, aber wenn man da... was verbinden kann. Genau, danke. Aber ansonsten, also, nee. Einfach ein bisschen sportlich, also so ein bisschen wäre schon cool, ja. Was machst du für Sport? Ich mache Tennis, Tanzen und Leichtathletik. Tanzen, eine bestimmte Richtung? Ja, so Hip-Hop, Jazz-Dance-mäßig ist, mag ich so, ja. Und bei Leichtathletik? Ja, da ist Sprints, Hochsprung, Weitsprung und ja, genau. Arbeitest du? Ja. Was machst du beruflich? Ich mache noch eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Ja. Stark. Ich mache Ausbildung als medizinische Fachangestellte. Ist es das, was du wolltest? Ja. Super. Eine bestimmte Richtung danach, wenn du fertig bist? Nicht wirklich. Also, wo arbeitest du danach? In der Arztpraxis? Ja, genau, Arztpraxis. Okay. Diese allgemeine Arztpraxis? Ja, genau. Wieso Albaner? Ich weiß nicht. Weil du Kroatin bist? Oder? Nein, nein, Albaner sind hübsch. Okay. Also ich kenne keinen Albaner, der nicht hübsch ist. Aha. Und die anderen sind 50-50 immer? Nein, es gibt auch sehr hübsche andere Nationalitäten so als Typen, aber Albaner ist so meins. Immer safe? Ja. Drin? Ja, ich würde niemals was mit einer anderen. Es reicht, er muss sich nicht vorstellen, sagt, ich bin Albaner. Ja, genau. Schiptor hat er. Genau, ja. Heiratsantrag, heirat den Leben lang. Ja, direkt. Okay. Und bei dir das Gleiche? Nee. Also mein Traumtyp muss auf jeden Fall Südländer sein, auf jeden Fall. Also so alles so Portugiesen, Albaner, alles so in die Richtung. Okay. Dunkle Haare, dunkle Augen,
auch sportlich am besten Fußball. Okay. Fußballer sind immer mega. Gefragt. Genau. Und ja. Wieso Fußball? Was ist? Was zieht dich da an? Ich finde Fußballer sind einfach sexy. Ja, stimmt. Manche Sportarten hat schon was. Ja. Ja. Und die Größe? Auf jeden Fall größer als ich, weil ich bin ja relativ groß. Wie groß? 1,75, 1,76 bin okay. ich ungefähr. Also der sollte schon so ein bisschen größer sein. Okay, okay. Und Augenfarbe? Also entweder braun oder ganz knallblau. Okay. Du musst ja auch beruflich was können, halt, dass er auf den Beinen steht oder... Ich muss ja, eigentlich schon, ich muss ehrlich sein, ich mag so eher so ein bisschen so die Gangster-Typen. Gangster? Achso, ist das ein Beruf? Nein, ist kein Beruf, aber so. Du willst es, dass es zu Beruf wird, oder wie? Ja, das wäre gut. Okay, okay. Na, was, welches Beruf kannst du dir vorstellen? Oder einfach, dass er auf den Beinen steht? Ja, einfach halt, dass er schon ein bisschen auf den Beinen steht. So. Der muss schon ein bisschen was bringen. Was halten Sie von Fernbeziehungen Beispiel? Nicht so viel. Also, nee, ich glaube es... Also, ich kann es mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Na, wieso? Ich wäre selber der, wo nicht treu bleiben könnte. Und ich glaube, das würde auch sonst nicht funktionieren. Ah, wegen Treue halt ein bisschen diese... Wegen Treue und auch viel zu selten, dass man sich sieht. Und dann ist das normale Leben, also dieses Standardleben, mit, ah, okay. wo man einfach so hat. Einen Alltag erlebt man da nicht mit. Ja. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Geschieden. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich schaffe im Landratsamt. Okay. Ist interessant mal, dass die Leute vielleicht, die mal überlegen, was können wir machen. Beamtin. Genau, Beamtin. Es ist nicht meins, aber jedem seins. Also wenn jemand das macht, soll er es machen. Aber ich will es halt niemals machen. Wieso? Man sieht sich nicht und in einer Beziehung ist es ja wichtig, dass man sich sieht und so. Wie weit muss ein Typ von dir weg sein oder? Egal wie weit, aber es muss noch München sein. Okay, ja. In der gleichen Stadt sozusagen. Ja. Okay. Ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin. Ah, cool. Eine bestimmte Richtung auch oder was du später machen willst? Kindergarten, Jugendzentrum, Heim. Habe ich mir jetzt noch nicht so ganz überlegt. Ah, okay. Hauptsache genau. angefangen. Ja, genau. Cool. Kennt ihr einen Witz? Ein Witz? Nee. Machst du was eigentlich hobbymäßig? Sport? Reiten. Reiten ist cool. Ja. Wie lange schon? Schon seitdem ich 5 bin. Okay. Was haltet ihr von einer Fernbeziehung? Mach mal hier abwechselnd. Alles gut. Kann gut gehen. Es kommt halt drauf an. Also das muss man halt dann klären. Es kommt also A auf die Entfernung an. Also ja, wenn es halt zu weit ist, wird es halt schwierig, wegen, weil man halt diese spontan. Ich bin halt zum Beispiel ein sehr spontaner Mensch. Ich mache gern viele Dinge auch. Spontan. Ja. Und wenn das dann, das ist halt dann schwierig, weil man muss dann immer planen, Hinreise, ja. Rückreise. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Sieht sich so in die Länge immer dann. Ja, auch gerade. Und schwierig. Finde ich schwierig. Also bist du nicht so der Typ dafür oder gibt es Ausnahmen? Wenn es halt wirklich, wirklich richtig, richtig gut passt, dann ja, aber sonst eher schwierig, finde ich. Schön. Möchten Sie den Leuten was ausrichten, die letzten Wörter oder an die Menschen? Die letzten Wörter, nein. Also nein. Eben, es kommt eh an, immer anders, wie man meint. Okay, danke. So, yeah, caramba, arriba. Junger Herr hier. Okay, es geht los. Los geht's, Sabrina. Also, Frisur ist wild. Sehr Frisur wild. Ist richtig wild so. Macht das Gel aus, was du meinst, oder einfach das nach hinten? So, einfach das nach hinten, so Seiten, das schaut gut aus. Die Seiten, weil die null sind, oder? Weil die null sind. Okay. Ja. So, was soll man sagen? Ist halt schon eher so mein Typ, aber das mit so ganz weite Hosen feiere ich nicht okay. so. Soll schon weit sein, aber nicht so ja, weit. Ja, nicht so weit. Mhm. Ja, viel kann man da nicht sagen. Der sieht ja. so normal. Normal aus, ja. Für mich können vielleicht noch andere Schuhe haben. Ja, so, ist okay. Ich finde, die Nike sind halt immer, okay, du bist ein Nike-Typ da. Aber nee, deine sind normal. Okay, du hast bestimmt auch kleine Dank. Füße. Danke. Egal, passt schon. Aber Nike zeigt mal zu drauf. Ja, ist okay. Lass mich einfach glücklich sein. Ja. Was, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also das Einzige, was es sind so die Hosen, das ist nicht so meins, aber ansonsten. Fresher Dude. Fresher ja. Dude. Jetzt ist der Glück, jetzt ist noch motiviert, jetzt drehen wir heute 5 Videos. Ja, wahrscheinlich. Nein. Ich grüße meine Eltern, weil ich liebe sie über alles. Und ich grüße Iva. Ist es ein Albaner?
Nein, Iva, meine Freundin. Ach so. Grüße gehen zurück. Ja. Grüße gehen zurück, Grüße gehen raus. Ja. Also sie ist eigentlich meine Schwester, aber Freundin. Echt? Ja. Okay. Echt Schwester oder Freundin? Ja. Nein, wir sind wirklich Geschwister. Weil hier sagen manche Brüder, Cousin und dabei... Nein, wir haben denselben Vater. Okay. Ja. Okay. Danke dir. Bitte. Ich grüße meine Mami und meinen Ex-Freund. Ich grüße meine Mom und meinen Ex-Freund. Ja, ich grüße auch meine Eltern, Peace und ja. Warum? Milad, ja. Hat das kaputt gemacht? Nein. Ja. Haben wir aufgenommen, oder alles? Ja. Okay. Ich weiß nicht, manchmal. Ich kann leider nicht hinter Kamera stehen und vor der Kamera. Super Team. Ja, und wenn das nur viele sind, ist es noch chaotischer immer. Glaube ich. Danke euch, sehr nett. Gerne. Bitte, bitte. Danke an alle, die mitgeschaut haben bis hierher. Danke für euren Support, für eure Liebe. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Kakao. Let's go.